Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Damen und Herren. Im Jahr 2016 waren über 300 Polizistinnen und Polizisten in 17 unterschiedlichen Polizeimissionen. Dazu kommen rund 800 deutsche Beamte in 2016. Die Zahlen sind jetzt schon wieder anders, bei Frontex im Einsatz. Und die Erfordernisse steigen, das sehen wir ja alltäglich. In einigen Ländern steht man schon startklar. Heute hat das Bundeskabinett beschlossen, dass bis zu 10 Polizisten an der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine entsandt werden, anstatt bisher nur einer. Also das ist schon eine enorme Steigerung und das zeigt, dass Polizeimissionen immer wichtiger werden und eben auch mehr werden. Im Februar dieses Jahres habe ich zusammen mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, meiner Kollegin Elgard Bullmann, deutsche Polizisten bei ihrem Einsatz in Mali besucht. Da wären wir ja bei Mali. Und das waren schon beeindruckende Tage. Bei über 35 Grad, im Sommer ist es bis zu 50 Grad dort, haben wir einen ganz kleinen Teil der Herausforderungen kennengelernt, denen die deutschen Polizisten in Mali ausgesetzt sind. Und ich sage bewusst nur einen ganz kleinen Teil, denn wir waren dort nur 4 Tage. Und was mich am meisten bei diesem Besuch beeindruckt hat, war der Enthusiasmus und die Einsatzbereitschaft, mit denen die deutschen Polizisten und Polizistinnen dort gearbeitet haben, unter schwierigsten Bedingungen und in einer vollkommen fremden Kultur. Und wenn ich in meinem Wahlkreis berichte, dass ich deutsche Polizisten bei ihrer Mission in Mali besucht habe, dann löst es natürlich immer großes Erstaunen aus. Und viele wissen, dass die Bundeswehr im Auslandseinsatz teilnimmt. Aber Polizisten? Und warum denn das, ist dann meist die zweite Frage. Sollten die nicht besser hier für Sicherheit sorgen? Das ist dann die nächste Frage. Und darauf kann ich nur antworten, das tun sie auch und gerade bei internationalen Polizeimissionen. Sehen wir uns das Beispiel Mali mal genauer an. Dort sind deutsche Polizisten in gleich 2 Missionen für die Ausbildung und das Training von malischen Sicherheitskräften eingesetzt. Zum einen in der europäischen EUCAP-Sahel-Mali-Mission und zum anderen im Rahmen MINUSMA-Mission der Vereinten Nationen. Und dabei geht es wirklich um ganz elementare Dinge der Polizeiarbeit. Zum Beispiel, dass ein Geständnis in einem Verhör kein Sachbeweis ist und dass eine Tat damit noch lange nicht geklärt ist. Dazu gehört Tatortarbeit, Spurensuche und Auswertung. Sowas lehrt man da. Gut ausgebildete Polizisten, die nach rechtsstaatlichen Grundsätzen handeln und sich nicht als instrumentalisierter Arm der Machthaber verstehen, schaffen Vertrauen. Und deutsche Polizisten und die Ausbildung genießen international einen hervorragenden Ruf. Sie vermitteln ihr Verständnis von einer bürgernahen Polizei, die im Dienste der Bevölkerung steht, an die lokalen Polizeikräfte weiter. Zusammen mit einer Entwicklungszusammenarbeit verbessern deutsche Polizisten die Situation vor Ort und geben den Menschen die Möglichkeit, in ihrer Heimat auch überleben zu können. Und das unterstützt die Sicherheitslage auch in Deutschland. Denn bei dieser riesigen Aufgabe muss allerdings allen auch klar sein, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und in einigen Ländern sieht man, wie lange das dauert und nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Und wenn ich gerade von Entwicklungszusammenarbeit spreche, diese ist oft nur möglich, weil Polizisten und auch Bundeswehr in Einsatzländern helfen, die Situation zu stabilisieren. Ohne deren Präsenz wäre es oftmals auch zu gefährlich für die Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Nichtregierungsorganisationen und anderen Organisationen dort zu arbeiten. Ausgangspunkt dieser Debatte war aber ein Antrag vom September vergangenen Jahres, wie meine Kollegin Elgard Bullmann doch mit sehr viel Leidenschaft und Ausdauer zusammen mit anderen Kollegen vorangetrieben hat. Deutsches Engagement beim Einsatz von Polizistinnen und Polizisten in internationalen Friedensmissionen stärken und ausbauen. Wir haben darin unter anderem beschlossen, dass wir als Deutscher Bundestag jährlich über die internationalen Polizeimissionen unterrichtet werden. Das war vorher nicht so. Und auch darüber debattieren, das, was wir jetzt machen. Das ist eine Form der Wertschätzung des Parlaments, die dann hoffentlich auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für den wichtigen Einsatz der Beamtinnen und Beamten stärkt. Und nun stehen wir hier und debattieren genau diesen Bericht der Bundesregierung. Ein weiterer Punkt allerdings dieses Antrags war auch die Einrichtung eines Fachgebietes bei der Deutschen Hochschule der Polizei. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben in den Haushaltsberatungen zu 2017 die Mittel für insgesamt 7 Stellen beschlossen, die Ausschreibung für die Leitungsstelle. Es soll ein erfahrener Polizist oder Polizistin sein. Der läuft. Und ich hoffe auf eine baldige Besetzung und dann kann es dort auch richtig losgehen.
Die wissenschaftliche Begleitung der Polizeimission ist enorm wichtig, denn so kann gewonnenes Wissen und Kompetenzen noch besser für zukünftige Einsätze ausgewertet und noch professioneller weitergegeben werden. Wir können es uns einfach nicht leisten, die gemachten Erfahrungen nicht zu nutzen, und seien es auch nicht so gute Erfahrungen. Dieses neue Fachgebiet bei der Deutschen Hochschule der Polizei ist ein wirklicher Erfolg aus dem Antrag aus dem vergangenen Jahr. Das wäre sonst nicht gekommen. Und fördert auch das Verständnis von zukünftigen Führungskräften. Da ist nämlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Bei anderen Forderungen gilt es wohl noch etwas Arbeit zu investieren. Ich möchte noch ein paar Bereiche nennen. Und da, Herr Minister de Maizière, ne, da ist auch noch Luft nach oben und Ihr Einsatz erforderlich. Wir brauchen eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Verbesserung der rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für die internationalen Polizeimissionen. Es geht mal wieder ums Geld. Ich weiß, einige Forderungen wurden auch schon in neue Leitlinien in die gemeinsame Beteiligung des Bundes und der Länder an internationale Polizeimissionen aufgenommen, zum Beispiel die Entsendung auf bis zu 24 Monate auszudehnen. Das ist schon mal ein Anfang, aber eben nur ein bisschen, das reicht noch nicht. Wir Innenpolitiker der SPD können uns zum Beispiel einen sogenannten virtuellen Stellenpool vorstellen. Was ist das? Über diesen Stellenpool sollen durch den Bund Personalreserven für die Bundesländer finanziert werden. Denn der in Mali eingesetzte Polizist fehlt derzeit auf seiner Heimatdienststelle. Und dafür gibt es bisher keinen Entsatz, weder personell noch finanziell. Das fördert nicht gerade die Begeisterung innerhalb dieser Dienststelle. Wenn ein Kollege für ein, zwei Jahre nicht vor Ort ist und die Arbeit auf die restlichen Schultern verteilt wird. Und auch der Dienstvorgesetzte ist oft eher, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, zurückhaltend begeistert. Und im Bereich der Beurteilung wirkt sich das auch nicht positiv aus. Das zu verbessern wäre ein Beitrag dazu, die Attraktivität solcher Einsätze zu steigern und bei den Eingesetzten, aber auch bei den zu Hause gebliebenen Kollegen und Vorgesetzten. Da gibt es noch eine weitere Sache, die liegt mir wirklich am Herzen. Wir wissen alle, dass die Bezahlung der Länderpolizeien in den Händen der Länder liegt. Dass es zum Teil erhebliche Unterschiede gibt bei der Bezahlung zwischen den einzelnen Dienstherren, das hat seine Gründe, die brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Wenn allerdings Kollegen aus unterschiedlichen Bundesländern und von der Bundespolizei in eine internationale Polizeimission gehen, dann müssten die Bedingungen für alle deutschen Polizisten gleich sein. Bei Bezahlung, bei Urlaub, bei Gesundheitsversorgung und auch in einem Schadensfall. Die Polizisten vertreten die Bundesrepublik Deutschland insgesamt im Ausland. Doch, das sind wir uns ja einig. Sie sind im Bundesinteresse im Auslandseinsatz aufgrund von Vereinbarungen, die im Bund international geschlossen wurden. Und sie halten alle zusammen im Ernstfall sozusagen ihren Kopf hin. Und das ist auch ein Aspekt im Rahmen der Konnexität. Der Bund hat die Verträge abgeschlossen. Und darf es einfach nicht sein, dass ein Polizist mehr Geld am Ende des Monats erhält als sein Kollege oder Kollegin in der identischen Besoldungsstufe oder Eingruppierung. Das ist eine Frage der Fairness, der Anerkennung und auch der Fürsorgepflicht. Ja, das ist immer noch Aufgabe und Verpflichtung des Dienstherrn, die Fürsorgepflicht. Die bestehenden Unterschiede zwischen den Bundesländern müssen bei einer internationalen Polizeimission durch den Bund zumindest ausgeglichen werden. Und dabei ist die Richtschnur nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern das jeweils höhere Niveau. Wir wollen das ja Ganze nicht runterdotieren. Alle Beamtinnen und Beamten in internationalen Polizeimissionen haben sich freiwillig gemeldet, um sich weit weg von zu Hause für die Sicherheit und den Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen einzusetzen. Sei es, wie gesagt, schon in Mali, Afghanistan oder Kosovo, sei es unter dem Mandat der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder OSZE. Und daher ist es einerlei, ob sie Polizisten der Bundespolizei sind oder der Landespolizei. Herr de Maizière hat schon begrüßt, Herr Wehe auf der Besuchertribüne den langjährigen Vorsitzenden der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Internationale Polizeimission zusammen mit Kollegen verfolgt diesen Tagesordnungspunkt. Und da kann man auch sehen, wie wichtig das auch für die Kollegen ist. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Debatte. Und vielmehr möchte ich mich bei Ihnen und all Ihren Kollegen und Kollegen bedanken, die sich freiwillig zu diesen internationalen Polizeimissionen melden und den Einsatz auch immer wieder fortführen. Ihr Einsatz hilft den Menschen direkt vor Ort in den Einsatzgebieten. Und damit bekämpfen sie Fluchtursachen und verhindern, dass sich noch mehr Menschen auf den lebensgefährlichen Weg nach Europa begeben, dass diese Menschen nicht elendig in der Sahara verdursten oder im Mittelmeer ertrinken. Das macht den Einsatz wertvoll.
Und diesen Dank schließe ich auch ganz ausdrücklich Ihre Familien mit ein. Denn viele Polizistinnen und Polizisten sind im Auslandseinsatz und haben, wie überraschend, auch Familie. Und wenn sich ein Elternteil zu solch einer Mission meldet, bleibt das andere Elternteil mit allen Verpflichtungen und Belastungen, die eine Familie für einen bereithält, die sind ja immer schön, aber es ist trotzdem eine Belastung, für längere Zeit zurück. Es ist eine Belastung für Beziehungen, für Freundschaften, für Eltern und Kinder. Und deshalb finde ich es wichtig und richtig, dass das Bundesinnenministerium am 16. Juni dieses Jahres erstmals bei einer Feierstunde für die aus dem Ausland zurückgekehrten Beamtinnen und Beamten des Bundes und der Länder die Familien in den Mittelpunkt gestellt hat. Der Filmpark Babelsberg war der richtige Ort für eine Feierstunde und hat auch gerade den Kindern der Beamten und Beamtinnen, denke ich, eine tolle Umgebung geboten. Und so sollten in Zukunft auch die Feierstunden stattfinden. Die entsandten Polizisten ehren und die Leistung von ihnen und ihren Familien anerkennen. Denn ohne die Unterstützung der Familie könnte Deutschland seinen internationalen Verpflichtungen so überhaupt nicht nachkommen. Das ist bei der Bundeswehr so, bei der Polizei und auch bei den Mitarbeitern Nichtregierungsorganisationen, die da gleich immer vergessen werden. Wir wissen Ihren Einsatz sehr zu schätzen und wollen ihn weiter unterstützen. Mit verbesserten Einsatzbedingungen, öffentlicher und dienstlicher Anerkennung, ohne finanzielle oder beurteilungsbedingte Nachteile und einer öffentlichen Debatte über diesen bislang sehr unterschätzten Bereich der inneren Sicherheit, so wie heute. Herzlichen Dank. Die Kollegin Dr. Franziska Brandner hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.